Hallo liebe Sternfreunde, heute wollen wir die Software SunWeb besprechen, also nur mal ganz kurz vorstellen. Mein Dank, der Dank aller Sonnenfleckenbeobachter gilt Ralf Pagenkopp, der dieses Programm entwickelt hat und das bei ihm kostenlos erhältlich ist. Es ermöglicht die Koordinatenbestimmung und aber auch die Vermessung der Sonnenflecken. Und das geht schon damit los, dass es genügt, ohne Nachführung die Sonne zweimal aufzunehmen. Einmal ist sie vielleicht hier und einmal ist sie vielleicht hier und eine Minute später dort in so einem Bild ohne Nachführung. Und das Programm berechnet daraus dann alles Notwendige, was die Ausrichtung des Fernrohrs, der Sonne und so weiter betrifft. Gegebenenfalls muss man noch Datum eingeben, ist aber auch nicht zwingend erforderlich, weil in den EXIF-Daten dieser Dateien, dieser Bilder ja bereits Datum und Uhrzeit und das alles steht. Aber es könnte sein, dass es der eine trägt mitteleuropäische Zeit an, der andere hat vielleicht mitteleuropäische Sommerzeit oder Weltzeit. Da muss man also unter Umständen dann doch noch aufpassen. Aber man hat im Prinzip Datum und Uhrzeit und läuft schon einiges ziemlich bequem und automatisch. Ja, und wenn das dann Ganze gestartet ist dann und ausgerichtet ist, dann kommt da so ein... Also ich habe das hier mal, ich blende da immer mal so zwischendurch ein. Dann kommt so ein Bildchen, da sind wir nur ein Fleck auf der Sonne. Ja, also die typische Situation, wie sie zurzeit ist. Dann kann man das Koordinatennetz drüber legen und dann hat man automatisch bereits die Akte und die Ausrichtung nach Norden und Äquator und also alles, was man so, was das Herz begehrt. Bei der Auswertung von Sonnenflecken. Und dann kann man natürlich relativ schnell mit der Maus durch Anklicken die Koordinaten bestimmen. Das wird in eine Tabelle geschrieben, das wird dort auch auf dem Bildschirm geschrieben. Und machen wir hier mal so an der Seite nochmal etwas größer die quasi Menüleiste, die hier senkrecht an der Seite läuft. Und ich blätter jetzt nicht jeden einzelnen Punkt auf, aber da stecken dann noch Funktionen eben hinter. Und man kann also die Position dann sehr schön bestimmen und natürlich wird das in eine Tabelle geschrieben, die man natürlich nachher exportieren kann, um sie weiter auszuwerten. Das ist ja wohl selbstverständlich bei einem guten Programm. Und so kann man beispielsweise die Bewegung eines Sonnenflecks mit der über die heliografische Breite oder Länge, ich blende mal beide hier nacheinander ein, bestimmen und verfolgen. Das ist zum Beispiel schon mal eine ganz interessante Sache. Man kann aber auch den Durchmesser eines Sonnenflecks verfolgen. Ich habe hier mal eine Skizze gemacht und man kann, wie gesagt, vieles ausrechnen. Zum Beispiel auch bei einer bipolaren Gruppe. Nehmen wir mal an, das sei jetzt nicht die Sonne, sondern das sei so eine bipolare Gruppe. Hier sind so ein paar Flecken, da sind so ein paar Flecken. Dann gibt es ja hier einmal einen Abstand und auch eine Ausrichtung dieser Achse. Und die ändert sich. Und da kann man also auch die Achse und den Abstand dieser beiden Dinge berechnen. Ich habe das mal hier eingetragen. Dann nimmt also zum Beispiel... Die Neigung nimmt ab und gleichzeitig nimmt der Abstand zu. Ja, also die Neigung nimmt ab, das wird also waagerechter und gleichzeitig nimmt der Abstand zu. Also dieser Fleck gewissermaßen wandert in die Richtung, wahrscheinlich der dann auch noch zusätzlich in die, sodass sie weiter auseinander sind und das Ganze flacher wird. Das kann man damit alles wunderbar ausrechnen und dann eben auch darstellen. Die Werte werden aufgerufen. So sieht zum Beispiel aus die Möglichkeit, die Fläche eines Sonnenflecks oder auch nur der Umbra
zu vermessen. Und auch da gibt es eine sehr schöne Möglichkeit. Ja, hier nochmal so ein Bild, wie die Gesamtfläche zum Beispiel dann sich ändert und oder die Fläche der Umbra danach. Ja? Also das kann man alles mit diesem Programm machen. Es ist kostenlos, man muss sich an Ralf wenden und er wird sich freuen, wenn es Interessenten gibt, die es benutzen möchten. Und ich habe damit sehr viel Auswertung gemacht, die natürlich auch alle hier in meinem Buch drin sind. Ja, da zum Beispiel den Wilson-Effekt, den ich ja in Folge 174 besprochen hatte, den kann man damit wunderbar vermessen, ne? Und wunderbare Auswertungen machen. Also nicht nur Sonnenflecken generell, sondern auch ganz spezielle Teilfragen lassen sich mit dieser Software beantworten. Und sie ist eben speziell ausgerichtet auf die Sonne und auf die dort vorhandenen Bedürfnisse. Es gibt auch andere Software, die auch für Planeten gedacht ist, in erster Linie, und die dann auch Sonnenflecken kann. Die möchte ich aber gar nicht, das möchte ich jetzt gar nicht bewerben, diese Software, für diese Aufgabe, für andere beiden Planeten gerne, aber nicht für diese, weil diese SunMap-Geschichte ist prädestiniert, sie ist in Abstimmung auch erfolgt mit der Gruppe Sonne im VDS und insofern von den wirklichen Amateurfachleuten begleitet und insofern sehr, sehr gut. SunMap. Vielen Dank, Ralf. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuschauer, liebe Sternfreunde. Ich grüße euch, ich grüße Sie in ganz Europa, wo man mich hört. Vielen Dank. Und dann machen wir weiter. Ach, das wird dauern. Da muss ich ja erstmal Aufbau eines Gamma-Bursters. Das ist ja nur was ganz anderes als die Sonne. Ne? Da ist die noch nicht angekommen. Da wird sie, glaube ich, noch nie ankommen. Also, vielen Dank. Und ich sehe, die Sonne scheint draußen. Jetzt will ich die Sonne auch mal genießen. Ich hau ab. Tschüss.